Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo Tom, hallo und herzlich willkommen zum Guten Aktienroundup. Morgen auch von mir, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ah, Heute ist herrlich. Energietag, können wir Ah. so sagen. Wir haben hier zwar wieder normaleres Wetter, wir haben in der Woche schon gesagt, Klimaanlagen laufen hier auf Dauerbetrieb. Also der Energiebedarf ist bei so heißem Wetter besonders hoch. Wir kennen das aus den arabischen Staaten, die ja einen größeren Teil ihres Energiebedarfs mit über Klimaanlagen decken, kann man so sagen, oder dort verbrauchen. Hier ist es momentan gefühlt ähnlich und dementsprechend passt das auch zu unserem heutigen Thementag, kann man sagen. Wir starten nämlich heute Morgen mit der Aktie von Occidental Petroleum. Wir haben über die Aktie schon ein bisschen gesprochen. Es geht im Kern nochmal um das Thema, ja, wo kommt Warren Buffetts Idee her, jetzt von Apples immer stärker zu Occidental Petroleum zu gehen? Es ist ja nicht so, als hätte Warren Buffett seine gesamten Apple-Aktien verkauft, aber doch um 50% reduziert, Neukäufe gemacht bei Occidental Petroleum, besitzt mittlerweile nun knappe 30% des Unternehmens. Ich glaube, 28, 29% sind es ziemlich genau. Und wir wollen uns dann in diesem Update einfach nochmal anschauen, ja, was hat sich getan, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben? Was tut sich so generell im Ölgeschäft? Denn heute Nachmittag geht es nochmal, ja, um die großen Energiegiganten, kann man sagen, der USA. Und dort werden wir eine ganze Sektoranalyse dann durchführen und natürlich wieder Aktien auswählen. Aber Tom, Occidental Petroleum, Ja, bist du investiert als ich erster bin, Fall? nee, tatsächlich nicht, gar nicht mehr in Öl. Ich war mal in BP, war ich mal investiert. Öl generell auch für mich auch interessant gewesen. Jetzt aber Occidental Petroleum bin ich nicht investiert. Bist du investiert? Ölsektor, irgendwas? Wir kommen ja gleich dazu und ich sage es ja immer wieder. Ich glaube, ich habe es in den letzten 3, 4 Wochen öfter gesagt. Unternehmen, die nur rein auf Rohstoffe gemünzt sind, habe ich relativ wenig. Ich habe ein bisschen was in dem Sektor, auch im erneuerbaren Energiesektor. Rein klassisches Ölgeschäft, kann man sagen, oder so das alte Ölgeschäft habe ich nicht. Hatte ich noch nie, muss ich sagen. Für alle, die es nicht wissen, Tom war früher großer Ölinvestor. Ich glaube, die ersten Aktien, die er alle hatte, waren alle irgendwelche europäischen und US-Ölaktien. Von daher kann er uns heute bestimmt einiges dazu erzählen. Wir starten aber vorher noch einmal rein und gucken uns einem wirklich das Thema Chart nochmal an. Denn bei Occidental Petroleum hier auf der etwas größeren Zeitspanne war doch einiges los. Wir können sagen, viel, viel Schwankung, aber eigentlich nur in einem gewissen Zeitbereich. Und das sieht man hier ganz gut. Denn wir haben eine lange Zeit ja eigentlich so eine Seitwärtsphase gehabt. Ich habe es hier oben mal mit diesen beiden Unterstützungs- und Widerstandslinien eingezeichnet. Und man sieht ganz gut, dass man aus dieser Range ausgebrochen ist, runter bis auf 8,88 $ und dann wieder zurück auf jetzt, ja, knapp 60 US-Dollar. Das Ganze ging jetzt aber nicht über Monate, sondern wirklich hier sieht man es über, ja, eigentlich Jahre, 19, 20, 21. Und wir wissen auch, was da los war. Und dann kommen wir gleich wieder zu dem Punkt, warum ich diese rein Energieaktie für mich persönlich immer ein bisschen schwieriger sehe, da man doch halt eine große Abhängigkeit hat zu den unterliegenden Werten. Das heißt, hier muss man ein bisschen aktiveren Handel eigentlich betreiben. Nichtsdestotrotz könnte es natürlich eine spannende Aktie sein. Es gibt ja immer wieder den Kern, wo sich Aktien auch weiterhin entwickeln. Und das wollen wir uns mal anschauen. Denn wenn man etwas weiter reinzoomt, dann sieht man, dass man sich halt wirklich hier nach diesem Aufschwung, nach dieser Untertassenformation wieder in so eine Seitwärtsphase hier begeben hat. Hier bilden sich dann so kleine Zickzack-Formationen. Also wer als Swing Trader aktiv ist und ein bisschen Nerven hat für relativ viel Volumina, man sieht es nämlich, die Kerzen sind verhältnismäßig doch relativ groß für die Trendstärke, muss man sagen, könnte man hier so kleine Schwünge mitnehmen. Im Kern ist es aber fast so, als würde man eigentlich dauerhaft in einer Range traden. Das sind jetzt hier die Wochenkerzen, die wir sehen. Und wir sehen, die gehen halt teilweise runter von knapp 61 Dollar bis hoch zu 70 Dollar und das auch nicht relativ selten. Also da ist schon ziemlich viel Schwung drin in der Aktie. Und dieses leichte Zickzack, diese leichten Swings, die man hier sieht, die tendieren halt eher dazu, diese äußeren Ränder zu markieren. Es könnte gegebenenfalls mal hier, wie gesagt, einen aktuellen Ausbruch nach unten oder nach oben geben. Das hängt natürlich zum einen an der Aktienentwicklung, die wir uns gleich einmal anschauen, aber es hängt zum anderen auch an etwas, was natürlich sehr, sehr stark verbunden ist mit diesen Ölaktien oder generell diesen Energieaktien. Und das ist halt das Thema, ja, wie sind die Preise, für die sie ihre Rohstoffe am Ende, die sie abbauen oder in irgendeiner Form schürfen, wieder loswerden. Man sieht es hier an dem Teil, mal an dem US-Oil-Preis, in dem Fall ist das der WTI-Preis. Die sind ja trotzdem relativ ähnlich. Was eigentlich ganz schön zu sehen ist, ja, man kommt von einem ähnlichen Punkt und der Ölpreis ist immer ein bisschen extremer in seinen Hochs und Tiefs.
an fast vielen, vielen Punkten. Aber eine Korrelation, würde ich sagen, ist schon relativ deutlich zu sehen an der Stelle. Besonders, ja, besonders wie du sagst, sind das dann halt die ölproduzierenden Unternehmen, wie wir das bei uns heute angucken, das heißt, die im Upstream-Geschäft tätig sind, die wirklich das Öl am Ende aus der Erde holen. Bei den Unternehmen, die wir heute Abend oder heute Nachmittag uns angucken, ist das ja nochmal ein bisschen was anderes. Genau, man muss sagen, Occidental Petroleum macht jetzt auch nicht nur reines Ölgeschäft, man ist dann doch ein bisschen breiter aufgestellt, das schauen wir uns gleich an. Dementsprechend sind die Schwünge auch nicht eins zu eins hier an den Ölpreis gebunden, aber man sieht es doch schon relativ stark, weil natürlich auch der Ölpreis ganz generell an den weltweiten Energiebedarf, an den weltweiten Energieverbrauch gebunden ist. Und wir wissen es, das hängt natürlich nicht nur an Fördermengen, an Knappheiten, wie zum Beispiel es in Europa ja relativ stark war, jetzt in der jüngsten Gaspreisgeschichte, nachdem wir uns quasi die Zugänge, oder nachdem wir die Zugänge aus Russland oder zu Russland, in welche Richtung auch immer, kann man am Ende sagen, also das Gas aus Russland gekappt haben. Und in dem Kern kann man aber sagen, hängt es natürlich auch sehr, sehr stark abseits von diesen, ja, Angebot- und Nachfragemengen an der Konjunktur, denn dann kappt halt uns nicht das Angebot weg, sondern die Nachfrage. Alle, die in VWL oder BWL mal ein Semester in der Uni waren oder aufgepasst haben, die wissen ganz genau, wovon wir sprechen, denn im Kern sieht man halt das gerade aktuell. Am Ölpreis haben wir zuletzt gesehen, er fällt wieder, weil die Konjunktur weltweit nicht mehr so stark läuft. Die Fördermengen werden sogar immer weiter reduziert. Wir kennen das aus dem arabischen Raum, damit der Preis doch relativ stabil und hoch bleibt, aber er gerät dann doch schon relativ stark unter Druck. Jetzt haben wir viel über den Ölpreis gesprochen. Lass uns mal kurz durch ein, zwei Statistiken blicken. Vorher aber. Erstmal genau. Ja, die Sektorrotation, die wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben, raus aus Tech und so ein bisschen wieder in die Old Economy Werte oder so ein bisschen in die Value Werte, sehen wir jetzt tatsächlich auch in den letzten 13 F-Filings von Warren Buffett und seinem Unternehmen Berkshire Hathaway. Apple wurde verkauft, fast 50% der Position wurde verkauft. Das hat er das eben schon gesagt, das Unternehmen ist trotzdem noch die mit Abstand größte Position in dem Portfolio von Warren Buffett, nach natürlich der gigantischen Cash-Position, die er jetzt hält. Und was man auf der anderen Seite auch gesehen hat, wir sehen das hier auf der rechten Seite, investiert Buffett immer mehr tatsächlich in die Ölkonzerne. Und besonders einer scheint es ihm besonders angetan zu haben. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, seit 2019 investiert er da stetig, immer so um die 60 Dollar. Und unter der 60-Dollar-Marke fängt er da an zu investieren und hat besonders in den letzten Tagen, Wochen, Monaten wieder sehr viel investiert und hat jetzt, was meintest du gerade, knapp 30% des Unternehmens, die er hält. Ne? Knapp 29%. Jetzt quasi an Occidental Petroleum. Es gibt ja immer wieder auch die Ideen, dass er eventuell überlegt, das Unternehmen ganz zu übernehmen, denn auch das ist natürlich Teil der Berkshire Hathaway-Strategie. Also angefangen hat ja alles mit eigentlich großen Übernahmen, Versicherungskonzernen, die sind Ölkonzerne, die in Eisenbahnkonzerne, die in der Hand des Unternehmens liegen. Im Kern ist es aber halt relativ spannend, weil das ist so ein bisschen der Startschuss auch für den Gesamtmarkt gewesen, etwas die großen Technologiewerte, die Tech-Positionen zu reduzieren und in klassischere Werte zu rotieren. Das haben wir einfach an diesem starken Abverkauf, ja insbesondere am letzten Montag gesehen oder vorletzter Montag mittlerweile, bei dem wir ja gesehen haben, dass doch einige Hedgefonds und einige große Portfolio-Manager gemerkt haben, dass sie eventuell doch ein bisschen große Positionen in ihren großen Technologiewerten besitzen. Es hat so eine kleine Rotation stattgefunden. Warren Buffett hat es ebenfalls getan, wie gesagt, mit diesem Verkauf hier im letzten Quartal dieser Apple-Position. Ja, und wir wollen uns eigentlich noch so ein bisschen angucken. Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, als nur in Öl zu gehen, aber scheinbar gibt es ja einen Grund, hier in Occidental Petroleum zu gehen. Und ein Grund ist halt insbesondere die unglaubliche Marktgröße des Ölgeschäftes. Das sieht man hier nochmal in dieser Grafik ganz schön abgebildet. Wir haben ja schon über Eisenerz gesprochen in letzter Zeit, über Kupfer, über Aluminium, über Gold. Also wir haben schon viel Rohstoffgeschäfte. Fast alle durch, oder? Genau. Was fehlt da noch? Zink und Silber vielleicht. Genau, ich glaube, so reine Silberproduzenten hatten wir noch nicht, aber ich habe das Gefühl, sonst haben wir, glaube ich, hier über jeden Rohstoff in irgendeiner Form schon gesprochen. Aber natürlich der größte von allen ist immer mit Abstand das Ölgeschäft. Das kann man so sagen, weil es überall in großem Stile gebraucht, verwendet und flexibel nutzbar ist. Und das zeigt auch nochmal ein bisschen die nächste Statistik, denn da merkt man halt, wo Rohöl wirklich genutzt wird. Wir denken natürlich im ersten Schritt immer das, was wir im Alltag als Nutzen dort für haben. Das ist natürlich das Thema irgendwie Verkehr, Fahrzeuge, LKWs natürlich, Flugzeuge, aber es wird natürlich in sehr, sehr viel weiteren Bereichen genutzt, in der Chemieindustrie, Grundstoff für sehr, sehr viele Produkte.
Ja, ich glaube, sehr global, eigentlich universell einsetzbar. Ja, und global abhängig von dem Rohstoff. Das ist natürlich auch immer was, was man dann auch in dem Zuge dann auch immer noch mal erwähnen muss. Ganz genau, es war immer gerne eine Folie weiter. Wir sehen, die USA ist tatsächlich mit Saudi-Arabien und Russland einer der größten Produzenten für Erdöl. Und wir sehen da auf der nächsten Folie nochmal die größten Unternehmen. Wir haben da natürlich führend Saudi Aramco mit einer Marktkapitalisierung von fast 2 Billionen US-Dollar. 2 Billionen US-Dollar, ja genau. Tatsächlich dahinter haben wir dann die US-amerikanischen Größen. Wir sehen hier ExxonMobil, wir sehen Chevron hier. Danach kommt schon unsere Europäer mit Royal Dutch Shell und danach kommt schon China. Und unser Wert tatsächlich mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Milliarden nicht dabei, nicht mit aufgelistet. Genau, Aber würde der sich ungefähr in diesen Regionen hier widerspiegeln, kann man sagen. Also es kleinsten gibt da, die ne? großen US-Riesen, die man so kennt. Ja, insbesondere Chevron war auch immer lange Zeit ja sehr, sehr stark auch bei Warren Buffett vertreten. Ganz grundsätzlich gibt es aber hier einen relativ großen Bestandteil auch an größeren weiteren Unternehmen. Immer wieder auch in der Konsolidierungsphase, das sehen wir halt auch gerade, das haben wir jetzt auch gleich bei Occidental Petroleum zu sehen. Immer wieder Übernahmen von größeren Unternehmen zu kleineren, ExxonMobil auch mit großen Übernahmen. Im Kern kann man sagen, splittet sich das US-Geschäft in ein paar wenige Riesen, nachdem es ja früher diese extrem großen Konglomerate gab als größte Konzerne der Welt. Übrigens auch die ersten Konzerne, die jemals damals diese 1 Milliarde Marktkapitalisierung Wer durchbrochen war das? hat. Standard Oil? Genau, so ist Standard es. Oil damals, ne? Eine Geschichte aufgepasst, das ist Ja, absolut richtig. Und Geschichte wir sehen es halt aufgepasst. aus dem Grund, weil das Ölgeschäft schon seit längerer Zeit immer stärker im Kommen ist, immer größere Positionen aufnimmt. Und ich glaube, diese Statistik habe ich schon oft gezeigt, aber sie ist sehr, sehr wichtig. Wir sprechen immer wieder drüber, weil es halt darum geht, im ersten Schritt ja nicht den Ölbedarf gerade zu reduzieren, sondern erstmal zu versuchen, dass der neue Bedarf an Energie eigentlich durch andere Rohstoffe oder andere Methoden oder andere Energiequellen gedeckt wird. Das heißt, man muss eigentlich als Ölinvestor jetzt nicht Sorge haben, dass plötzlich keiner mehr Öl kauft. Denn wie gesagt, der Ölbestand wächst seit Jahren eigentlich immer weiter und auch der Ölbedarf und auch der Ölkonsum wächst weiter. Die Idee halt ist eher, dass halt das, was noch hinzukommt, irgendwann gedeckt wird durch erneuerbare Energien und dementsprechend halt auch noch sehr viele Investoren halt seit sehr langer Zeit an diesem Sektor fest. Denn er wirft sehr, sehr gute Renditen ab, das kann man sagen, zumindest insbesondere als Einkommeninvestoren. Also wer hier auf klassische Dividenden setzt, ist oftmals auch praktischerweise ziemlich direkt im Ölsektor tätig. Ja, und jetzt auf der nächsten Folie sehen wir nochmal so ein bisschen die Abhängigkeit der US-Energiewirtschaft vom tatsächlich Öl- und Gasgeschäft. Wir sehen hier auf der linken Seite die Ressourcen, die zur Energiegewinnung eingesetzt werden. Und da haben wir ganz oben Petroleum und Natural Gas. Das heißt, Öl und Gas machen tatsächlich über 70% der Energierohstoffe, aus denen am Ende die Energie gewonnen wird, aus. Über den Electric Power Sektor, den wir uns natürlich nachher auch nochmal anschauen, wird dieses dann in Energie umgewandelt. Und ja, es zeigt ganz schön, wir haben die 2023er Grafik hier und die Abhängigkeit ist tatsächlich noch nicht am Ende, wie du sagst. Schauen wir mal in Occidental Petroleum rein und in das Thema Öl und Gas, beziehungsweise in die weiteren Bereiche. Also ich habe es ja gerade eben angesprochen, es gibt nicht nur Öl, sondern es gibt auch ein Gasgeschäft bei Occidental Petroleum. Es gibt aber auch das Chemiegeschäft. Also auch dort ist man tätig und es ist sogar ein relativ großer Bereich, muss man sagen. Zudem gibt es dann das Midstream-Geschäft. Was kann man darunter verstehen? Ja, grundsätzlich teilt sich das eigentlich das Ölgeschäft in drei Branchen oder in drei Wege ein. Es gibt quasi das Upstream-Geschäft, das heißt, da, wo der Rohstoff oder das Öl halt aus dem Boden gepumpt wird, dann gibt es das Midstream-Geschäft, in dem es transportiert und verarbeitet wird und das Downstream-Geschäft am Ende bis zum Endkonsumenten oder Endverbraucher. Und dieses Midstream-Geschäft ist relativ breit fächerbar, aber auch doch größer, auch bei Occidental Petroleum. Es ist alles längst nicht so groß wie das klassische Öl- und Gasgeschäft, muss man an der Stelle Ja. sagen. Und natürlich gibt es wie bei allen großen Ölkonzernen auch ein Low-Carbon-Venture. Das heißt, es gibt auch immer irgendeine Variante, in der man sagt, wir wollen natürlich das CO2 irgendwie reduzieren und dementsprechend halt in der Zukunft ja uns auch dem, man kann man sagen, widmen, dass wir ja unsere Klimaziele hier erreichen. Genau, und es geht da natürlich auch um die Kompensation und die Einlagerung am Ende des CO2s.
Genau, für alle, die es mal sich in Ruhe nochmal durchlesen wollen, hier steht es einmal so noch ein bisschen unterteilt, wo und in was man tätig ist, wo und welchen Orten man tätig ist. Im Kern kann man sagen, ist das größte Geschäft hier in der Mitte der USA eigentlich zu finden, in den Midlands. Und dort hat man eigentlich so die größten Felder, die größte Produktion, die dort tätig ist. Es gibt auch ein paar Ventures hier in Afrika, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das Kerngeschäft halt wirklich das US-Geschäft. Lass uns mal den Snapshot schauen. Ganz genau, der Snapshot. Man sieht, dass hier im letzten Jahr oder bis jetzt, year to date, eine relativ unspektakuläre Geschäftsentwicklung von knapp minus 5%. Wir sehen aber trotzdem, das letzte Quartal sah sehr positiv aus. Wir hatten eine Umsatzsteigerung, wenn ich da jetzt an das letzte Quartal zurückdenke, das sah noch ein bisschen dunkler aus und darüber hinaus tatsächlich auch noch eine Margenausweitung, sodass wir aus der 2%igen Umsatzsteigerung am Ende eine 4%ige Steigerung der Profitmarge und fast 40% des Gewinnwachstums erreichen konnten. Ja, also ein profitables Geschäft, das kann man schon sagen, insbesondere für ein Fördergeschäft. Auch ein Geschäft, das sehen wir gleich nochmal, effizienter und dementsprechend aktuell auf dem Weg auch von mehr Profitabilität ist. Wir haben einen Verschuldungsgrad mittlerweile von nur noch 1,4. Der war mal deutlich höher und das lag halt auch daran, dass man ungefähr in diesem Zeitraum, den man hier sieht, also nicht in dem großen Fall zur Corona-Zeit, als die Ölpreise gesunken sind, sondern hier in dem Fall dazwischen eigentlich auch mal eine große Übernahme getätigt hat für 55 Milliarden. Jetzt muss man sagen, so groß ist man aktuell gerade selbst wert. Also man kann sich vorstellen, was für eine Belastung für das Unternehmen das Ganze auch war. Aber diese Übernahmen zählen einfach im Ölgeschäft, insbesondere in dem Ölgeschäft in den USA, so zum Alltag, passieren immer wieder. Denn die großen Konzerne kaufen sich so oft auch mal mehr Ölfelder ein, um auch längerfristig ihren Umsatz weiter fortzuführen. Während kleinere Unternehmen oftmals nur Geld in die Hand nehmen, um diese Felder zu finden. Wenn sie dann anfangen zu bohren, bauen sie die erste Kapitalisierung auf und werden dann schnell auch und oftmals auch in großem Stile von den großen Unternehmen geschluckt. Ganz grundsätzlich gibt es aber Occidental Petroleum in dem Falle schon sehr, sehr lange. Die Bewertungen zeigen auch, ja, es ist jetzt nicht ein super günstiges Geschäft. 14er KGV für einen klassischen Ölkonzern ist jetzt nicht super hoch, aber auch nicht super gering. Also wir sind da grundsätzlich so im mittleren Bereich tätig. Und das sieht man auch hier in diesem langen Zeitverlauf, dass man sich oftmals immer wieder in diesem Bereich befunden hat. Jetzt hat man eine Dividende von 1,4%. Das ist für einen Ölkonzern relativ wenig. Kommt insbesondere halt auch daher, dass man hier diese Verschuldung, die hinter mir ist, sehr stark abgebaut hat. Also man hat sehr, sehr stark daran gearbeitet, dass man runterkommt von dieser hohen Verschuldung. Dementsprechend auch Dividenden ausgesetzt, gekürzt. Zuletzt gab es aber wieder Steigerung, kommen wir gleich nochmal zu. Ein Blick ins Quartal, denn man selbst, wie es halt oftmals so ist, redet von einem sehr, sehr guten Quartal, kann man so sagen. Es war auch ein ganz gutes Quartal, also grundsätzlich hat man höhere Höchststände quasi bei der Ölförderung erreicht, insbesondere in diesem Midland-Bereich sind wir auf neuen Hochs der Fördermengen gekommen. Man hat Cash generiert, in dem Falle 1,3 Milliarden an Cash, um Dividenden zu zahlen, um Schulden zu tilgen. Das ist somit eines der großen Credos, die man gerade bei Occidental Petroleum hat. Dann gibt es das Midstream-Geschäft, das scheinbar auch ganz gut läuft. Das muss man aber sagen, ich habe gesehen in den Quartalsberichten, das ist eigentlich auf einem relativ niedrigen Niveau im Vergleich zu den Vorquartalen. Tom, was sagst du dazu? Ja, man ist natürlich da entlang der Wertschöpfungskette aktiv. Das heißt, man nutzt das Midstream-Geschäft am Ende auch selber. Das heißt, man fördert das Öl und nutzt dann das eigene Midstream-Segment, um dann das Öl weiter zu transportieren. Unter anderem tatsächlich jetzt ist es hier drauf nicht abgebildet, zu dem zu der OxyChem-Tochtergesellschaft, die sich um die chemische Erzeugung oder die Chemieprodukte kümmert. Genau, man kann im Kern auch sagen, dass dieses Midstream-Geschäft oftmals ein Treiber ist für, wenn man mehr Kapazitäten hat, es an Dritte weiterzugeben. Es ist meistens ein etwas geringeres Geschäft, wenn man selber die Effizienz bei sich sehr stark nutzen will. Und das war eigentlich der Kerngeschäftspunkt des letzten Quartals oder des letzten halben Jahres, die Effizienz hochzutreiben, weniger hohe Ausgaben zu haben, die Profitabilität zu steigern. Und das hat sehr gut funktioniert. Es hat auch sehr gut bei der letzten Übernahme funktioniert. Wir haben jetzt gerade eben von der großen gesprochen, von der 55 Milliarden Übernahme. Zuletzt gab es aber eine Teilübernahme von Crown Drug. Da wurden Felder eben in diesem Midland-Bereich, wo man sehr aktiv ist, übernommen. Das sieht man hier. Und dieses Geschäft trägt auch sehr, sehr schnell halt direkt zu positiven Effekten im Unternehmen bei, was einfach bedeutet, die
diese Becken, aus denen man das ganze Öl fördert, liegen direkt neben den anderen Becken, liegen direkt dort neben und man kann sie mehr oder weniger nahtlos in die eigene Wertschöpfungskette übertragen. Und das liegt einfach daran, dass die alle nichts Besonderes machen, sondern alle fördern irgendwie Öl, bringen es an den Tag und müssen es dann transportieren. Und dementsprechend funktionieren Übernahmen in diesem im Ölsektor auch einfach sehr, sehr gut. Was sagen die Zahlen, Tom? Ja, die Zahlen, wir hatten das eben schon kurz angesprochen, eine leichte Umsatzsteigerung. Wir gucken uns da auch nochmal kurz an, woran das denn genau gelegen hat. Du hast gerade schon die Übernahme angesprochen, die natürlich jetzt so ein bisschen Früchte trägt. Da sieht man so leicht in den Umsätzen so langsam, was man auch auf der anderen Seite ganz schön sieht, wenn wir jetzt auf die Cost and Other Deductions mal ganz unten auf den Totalbetrag runtergehen, dann sehen wir ganz schön, dass dieser tatsächlich zum Vorquartal gesunken ist, trotz der minimalen Umsatzsteigerung, die wir dabei hatten und dementsprechend schöner operativer Hebel schlägt sich tatsächlich bis ganz unten durch. Ich rutsche mal hier kurz zur Seite. Da sieht man es, 1,17 Milliarden US-Dollar Gewinn im Quartal, deutlich höher als im Vorjahr. Und wir gucken uns da nochmal an, wie das jetzt die letzten Quartale aussah. Wir haben gerade eben im Snapshot gesehen, dass der Gewinn hier eigentlich relativ hoch ist, wir haben eine Profitmarge von 16-17%. Und dabei muss man immer denken, man ist hier in dem produzierenden Gewerbe tätig. Das heißt, im Kerngeschäft, und das stand auch gerade in dieser Übersicht bei Occidental Petroleum, geht es gar nicht darum, einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen, sondern möglichst hohen Cashflow zu erzielen. Denn diese Pumpen, das alles zu bauen, zu fördern, kostet natürlich viel, viel Geld, auch viel Equipment. Und das sieht man immer in diesem Bereich. Also die Depreciation, also die Abschreibung, die man im Quartal hat. Und man sieht, die ist immer sehr, sehr hoch. Die ist quasi höher auch als der Quartalsgewinn. Und das zieht sich auch so durch. Aber genau dieser Posten findet sich halt eben dann nicht so in den Cashflow-Statements wieder. Und dementsprechend schaffen wir es oftmals halt, einen höheren Free Cashflow zu erzielen. Auch das war im letzten Jahr der Fall. 1,3 Milliarden zu diesen 1,17 im Quartal an Gewinn. Ganz genau. Hier sieht man jetzt nochmal, wie tatsächlich dieser die Umsatzsteigerung vom Vorquartal jetzt zum neuesten Quartal zustande gekommen ist. Wir sehen hier einmal auf der linken Seite das Quartal, was im März 24 geendet ist. Und dann sehen wir auf der rechten Seite das Juni-Quartal, was geendet ist. Und wir sehen hier in der Mitte, wir haben einmal Preisrealisation, das heißt, es wurden tatsächlich höhere Preise mit den verkauften Produkten erzielt. Und auf der anderen Seite, das, was Dustin eben mit der Übernahme schon angesprochen hatte, haben wir auch ein größeres Sales Volume, das heißt, es wird tatsächlich mehr gefördert, sodass entsprechend auch mehr verkauft werden kann. Und wie wir eben schön gesehen haben, der operative Hebel noch weiter ausgespielt werden kann und die Produktionsstandorte besser ausgelastet werden. Genau, also im Kern kann man sagen, höhere Ölpreise, höhere Gaspreise führen am Ende zu mehr Gewinn. Das haben wir sehr stark im Anstieg nach Corona gesehen. Man sieht es hier nochmal ein bisschen abgetragen im Kern. Umso mehr man das noch fördert, umso besser. Und deswegen fokussiert man sich gerade halt auch bei, oder in der letzten Zeit eher höheren Preisen, halt auch auf die Förderung, die Effizienz, statt vielleicht neue Felder, die Exploration neuer Felder hier in den Fokus zu ziehen. Ganz genau. Hier nochmal so ein bisschen der Überblick über die letzten sechs Quartale. Und hier sieht man auch ganz schön, wir sind jetzt hier auf der rechten Seite 2024, sehen wir die Vorsteuergewinne, die erzielt wurden. Und da sind wir jetzt mit dem Vorsteuergewinn von, wo sehen wir ihn denn, da unten ganz, von Total Oil and Gas, da unten jetzt 1,6 Milliarden, deutlich über dem Niveau von dem Vorjahresquartal, wo wir ja immer, ich sag mal, saisonal so ein bisschen so einen kleinen Hänger drin haben. Wir sehen im ersten Quartal 1,7 Milliarden, im dritten Quartal 1,8 und dann das zweite Quartal, was so ein bisschen schwächer ist. Das hat man dieses Jahr so ein bisschen, ja, dem hat man dieses Jahr so ein bisschen entgegengewirkt, würde ich sagen. Kommt, wie gesagt, auch immer auf die Fördermengen an, auf die Ölpreise. Da kommt es halt sehr, sehr stark her. Deswegen schwankt das ganze Geschäft auch immer mehr. Wichtig ist, dass man in dem Schnitt einen guten Preis hat und somit braucht ins Investorpflicht so einen angepeilten Preis sich festlegen kann. So macht es Warren Buffett. Deswegen kauft er meistens unter 60 US-Dollar, weil er sagt, ab dort schafft es das Unternehmen im Schnitt halt höhere Gewinne zu diesem Preis zu erzielen. Dann passt für ihn die Bewertung. Da sind wir gerade aktuell wieder, ich glaube, wir sind gerade bei so, wie viel US-Dollar? Knapp drüber. Genau. Knapp zu viel. Mal kurz hier umgucken. Genau, ja. Wir sind ja 56 US-Dollar ungefähr ganz wieder dem Schnitt vor. Also um den Peiler sind wir immer 56, 60, 61 US-Dollar. Man sieht es hier unten, das Tief zum Hoch. Also um den Peil sind wir und da kauft halt in den Stellen Warren Buffett immer ein. Das ist zumindest die letzte Historie bei Ihnen. Wenn wir jetzt darauf gucken, wie entwickelt sich das ganze Geschäft weiter, geht es natürlich schon um das Geschäft Dividenden, also
man muss ganz klar sagen, Energieinvestoren sehen es meistens auf die Dividenden ab. Also alle, die in klassischen Industrien tätig sind, brauchen auch diese Ausschüttung oder halt die Aktienrückkäufe. Die gab es relativ stark eine ganze Zeit lang bei Occidental Petroleum. Dann gab es die Übernahme, sie wurde ausgesetzt oder fast auf nichts reduziert. Zusätzlich, wie gesagt, die Corona-Pandemie, der Preis ist sehr, sehr stark gesunken. Jetzt zieht das Ganze wieder an. Zuletzt eine Steigerung um 22% der Dividende im letzten Quartal, also doch relativ stark. Und dementsprechend sieht es hier auch wieder so aus, dass man natürlich wieder in so ein steigende Niveaus kommt. Dementsprechend würden dann auch die Wachstumsraten wieder steigen. Die Payout-Ratios zeigen, dass man noch einiges an Puffer hat. Wir haben es in Summe nochmal zusammengefasst hier in dieser Pro- und Kontraliste. Die könnt ihr euch gerne nochmal in Ruhe auch im Nachhinein durchlesen. Macht ein Foto von, guckt euch das Video an. Heute Nachmittag geht es dann nochmal um das Thema Energiewende im großen Kern. Und zwar nicht nur um erneuerbare Energien, sondern insbesondere um die großen Konzerne, die auch gerade immer wieder diese Branchen mit reinmischen. Wir haben das jetzt bei Occidental Petroleum gesehen. Wir sehen das bei anderen Energiekonzernen. Und es gibt tatsächlich auch welche, die es deutlich, deutlich größer und im größeren Maßstab machen. Also wir werden den Sektor nochmals anschauen, analysieren. Wir werden dann auch natürlich nochmal unsere Aktienauswahl genau unter die Lupe nehmen. Das alles heute Nachmittag, nächste Woche dann wieder Market Roundup und Aktien Roundup. Und Aktien Roundup, CTS Eventim, insbesondere in der Kombination, dass wir gerade eben ja große Events haben und scheinbar die Ticketverkäufe durch die Decke gehen, denn es gibt ein große Konzerttournee nach der anderen und CTS Eventim ist ja so die europäisch-deutsche, kann man sagen, Vorreiter. Das wird ganz spannend. Wir verabschieden uns an der Stelle. Vielen Dank, Tom. Perfekt. Bis dahin. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.